nach dem Studium habe ich mich bei Events beworben und bei Eventfirmen. Und da habe ich dann immer mehr Jobs gekriegt, bin selbstständig, mich selbstständig gemacht, hat irgendwie funktioniert. Und dann kam Corona. Und dann waren alle Jobs erstmal kurz weg. Und dann habe ich Simon Jetsch gesehen. Das ist eine Makerin. Sie ist aus Schweden, die wohnt aber in Amerika und die macht Videos. Ich habe mir das über Nacht angeguckt, konnte nicht mehr schlafen. Und nächsten Morgen habe ich zu meinem Freund gesagt, das bin jetzt ich und das, so wird jetzt mein Leben sein. Ich habe mit dem Social Media angefangen, aus einem vielleicht nicht ganz so schönen Grund, weil ich habe mich damals einfach ein bisschen dafür geschämt, sage ich mal, dass ich nur eine Ausbildung gemacht habe, weil ich viele Freunde habe, die studiert haben. Und ich habe dann bei einem Handwerkerwettbewerb mitgemacht und da musste man halt dann auch Videos auf den Social Media Kanälen posten. Und das wollte ich nicht auf meinem Privaten machen, deswegen habe ich dann meinen Jenny vom Dach Account ins Leben gerufen. Und nachdem ich diesen Account hatte, hatte ich dann so viel Zuspruch von meinen Freunden bekommen, dass ich gesagt habe, okay, komm, das mache ich jetzt weiter. Also mein Alltag auf der Baustelle ist tatsächlich gar nicht so viel anders geworden, weil ich halt einfach mein Stativ hinstelle und normal weiterarbeite. Ich versuche halt so wenig wie möglich von meiner richtigen Arbeitszeit für Social Media aufzubringen. Besonders fasziniert mich an meinem Beruf einfach zu sehen, was man aus einem geraden Blech machen kann und einfach so jeden Arbeitsschritt mitsieht und am Ende dieses fertige Produkt vor Augen hat. Und ich bin zu diesem Beruf durch meinen Papa gekommen. Der hat eine eigene Firma, in der ich jetzt auch arbeite und in der ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Ich finde es am schönsten, am allerschönsten, wenn ich in eine Werkstatt gehe und mir überlege, ach, das brauche ich jetzt. Und so ganz neu was baut. Das passiert aber nicht immer unbedingt, weil das dauert lang, sowas zu machen. Das sind oft lange Projekte und Social Media braucht Schnelligkeit. Deswegen, das mag ich aber am meisten, muss ich sagen. Das teile ich auch sehr gerne. Wie das so oft so für mich ist, bei jedem zweiten Schritt geht was schief, aber am Ende hat alles gehalten. Ich habe da einfach noch so ein bisschen, ich sag mal, Füllmaterial reingemacht. Und Achtung, jetzt ein Tag in 3 Sekunden, also sauber machen, Primer, Holz bearbeiten, richtiger Lack, fertig. Meine Inhalte plane ich tendenziell nicht. Es ist einfach, ich komme in der Früh auf die Baustelle und ich habe meine Arbeit zu tun und während meiner Arbeit denke ich mir so, okay, gut, das könnte die Leute vielleicht interessieren. Und wenn es dann auch mal wirklich spannende und detailreiche Arbeit ist, dann gehe ich da einfach noch mal mehr ins Detail und erkläre in einem Video, was wir da jetzt genau machen. Aber planen ist eh ein bisschen schwierig, weil sich bei uns spontan immer mal was ändern kann. Wir sind vom Wetter her abhängig. Ich habe dann immer noch meinen Vater, der mir dann irgendwie am Abend davor mal sagt, okay, du musst jetzt doch auf eine andere Baustelle. Größtenteils bekomme ich nur tolle Nachrichten. Ich habe einen Kommentar, der ist recht am Anfang entstanden auf TikTok. Da habe ich immer so ganz viele Erklärvideos gemacht. Und da habe ich zum Beispiel so Dübel erklärt oder Lampe anschließen erklärt oder sowas. Und dann kommentiert. Und ich finde diesen Kommentar so, der ist irgendwie lustig, der ist ein bisschen traurig. Und der ist aber irgendwie auch sehr schön. Sie hat kommentiert, du bist der Vater, den ich nie hatte. Negative Kommentare haben mich am Anfang schon sehr mitgenommen. Ich kann schon mit Kritik umgehen, aber wenn es dann keine gerechtfertigte Kritik ist, sondern halt einfach nur so ein draufhauen, dann und hör mir dann an, so, wieso führt denn ihr das so aus? Das ist doch voll scheiße, voll der Murks, keine Ahnung was. Ich denke mir nur so, ja, es wurde sich so gewünscht, der Kunde ist König und der Architekt sagt mir halt auch, was ich zu tun habe. War es immer ein bisschen schwierig, ich habe dann wirklich immer sehr lange drüber nachgedacht und war auch immer nur so, oh Gott, wenn die jetzt doch recht haben und alles mögliche. Ich habe dann mir immer sehr viele Gedanken zu gemacht, aber mittlerweile lese ich die Kommentare, geht meistens jetzt da rein, da raus. Also ich hatte ein Video, da habe ich gesagt, nennt doch Frauen bitte nicht Mädchen. Mal ganz kurz eine Sache. Nennt doch Frauen bitte nicht Mädels. Danke. Und das war nur ganz kurz, das war so, es waren 4 Sekunden oder so. Da kam eine ganze Attacke von Kommentaren, da bin ich auch in irgendwelchen Kreisen, in irgendwelchen Telegram-Gruppen, da kam immer wieder so ein Schwall. Und ich möchte irgendwie nicht, dass die Kommentare da stehen bleiben, weil ich Leute, die sozusagen in einer feministischen Entwicklung sich vielleicht befinden oder so, davon nicht denken, ah ja, stimmt, nee, Rika hat übertrieben, nee, stimmt, das ist ja so. Und dann möchte ich gerne damit diskutieren und antworten. Viele Leute haben gar keinen Bezug zum Handwerk, können sich nichts darunter vorstellen, vor allem jetzt als Spengler. Man wird immer blöd angeguckt, wenn man sagt, man ist Spengler. Und ich glaube, es ist wichtig, den jungen Leuten zu zeigen, was wir machen. Und dafür ist halt Instagram, TikTok, YouTube, whatever, super wichtig. Dort kann ich denen halt dann einfach mal zeigen, was ich mache und vielleicht den einen oder anderen auch abholen und begeistern für das Handwerk.
Ich habe mit sehr vielen Handwerkerinnen schon gesprochen, die während der Ausbildung schon aufgehört haben, vor allen Dingen Frauen, weil die so schlecht behandelt wurden oder teilweise gar keinen Ausbildungsplatz bekommen haben und so. Und wenn das so bleibt, und ich glaube, dass Social Media halt sozusagen da, Social Media auf jeden Fall die Art, die ich mache, sehr dazu beitragen kann, dass mehr Leute darauf Bock haben. Und wenn die halt, ne, wenn die dann irgendwann ihre eigenen Werkstätten haben, dies, das, jenes so, dann können die ja wieder coole Leute anstellen, also und cool und offen sein.